So, herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder dabei, das Beste draus zu machen. So, wir müssen auf jeden Fall zum Resort, wir müssen in den East Wing. Aber wir gucken mal, dass wir es ganz entspannt machen. Wir bräuchten theoretisch auch noch Player Kills. Immer noch 4. Als erstes gucken wir mal hier rein. Okay, nett. Nett, nett. Schimmelklammer auf die andere Seite, dass wir von oben gucken können. Ja, was gibt's sonst zu sagen? Ich komme auf jeden Fall gerade ein bisschen mehr dazu, was zu machen. Es läuft wieder ein bisschen besser. Ja, es pegelt sich alles ein, so langsam wieder klein. Da hinten ist was gelaufen. Frage ist, wo will er hin? Das ist eher das Interessante. Oder ob er da hinten mitmacht. Ich will mir auf jeden Fall ein bisschen Zeit lassen, weil grundlegend ist das ja, dass die sich jetzt erstmal alle dort im Resort beefen. Da habe ich eh keinen Bock drauf. Deswegen machen wir ganz entspannt hier oben. Ich hätte fast gesagt, er kommt hier irgendwo lang, aber... Aktuell sieht es nicht so aus. Sein, dass er Hidden Stashes anguckt. Na gut. Sicherheit ein bisschen checken. Gehen ein bisschen langsamer vor, wir haben relativ viel Zeit. Wir haben auch auf jeden Fall keinen Zeitdruck. Genau deswegen machen wir das hier ganz entspannt. Und gucken, dass wir
viel Glück snackt man auch irgendwo hinweg. Ich guck mal schnell ganz schnell nebenbei, wo das eine war. 110. Was sind das hier? 3 und das ist 4, ne? Okay, da wird sich schon mies drin gebettelt. Wir wollen in die 110. Und in die 306. Das Tier ist für mich bloß mal das Schwierigste, wo ich hin muss. Noch 38 Minuten, das heißt, wir haben immer noch alle Zeit der Welt. Ja, dann gehen wir hier oben lang. Dann möchte ich lieber so ein Stück drumherum laufen und versuchen, von hinten ranzukommen. Statt von hier vorne, wo immer so viele schimmeln. Passt dann es. Die können auch von mir schon alles gelootet haben, das ist mir scheißegal. Mir geht's bloß um. Mal hier noch schnell rein. Naja, wir probieren das Beste, was man kriegen kann hier. Hier ist mir fast zu ruhig drin. Thank you.
Das machen wir kurz leiser für euch. Falls ihr gerade Regen hört, das ist natürlich mein Hintergrundbild, was ich nie umgeschaltet habe, so schlau wie ich bin. So, und jetzt gehen wir gucken. Alles klar, ich gucke mir anscheinend auch noch an. Naja. Gucken wir mal mit was. Ah, alles klar. Gut, dann probieren wir das gleich nochmal. Bis gleich. So, let's go again. Wie machen wir es? Ist jetzt die Frage, warten wir wirklich bis kurz vor Ende oder so? Halten wir uns lange zurück? Das könnte der Way to go auf jeden Fall sein. So lange wie möglich zu warten. Auf jeden Fall Klei trinken. Rufen wir erstmal ein bisschen, suchen wir uns eine Position, wo es uns ganz gut geht. Und dann werden wir ein bisschen abwarten. Ich denke tatsächlich, wir setzen uns dort hoch. So wie gerade und werden einfach abwarten. Ja, ich denke mal so bis 30. Später vielleicht 30, naja doch 30 hier losrennen. Ich denke, damit können wir schon was anfangen. Ich habe ihn aber auch, muss ich zugeben, einfach nicht gesehen. Habe immer das Gefühl, die hören auch alle fünfmal so gut wie ich. Ich weiß nicht, ob die Comtex 4 oder so tausendmal besser sind. Weil sie auch gefühlt fünfmal so teuer sind. Gucken wir hier noch rein, dann setzen wir uns hoch und gucken ein bisschen rum.
so ein bisschen hinter uns gucken können. Da welche runter zum Pier laufen oder nicht. Ich bin gerade nicht gefallen. Das ist auch immer verständlich, warum ich manchmal beim Hochlaufen diesen Fallsound kriege. So in der Sonne stehen. Ja, wo wollen wir uns hinsetzen? Hier so. Jetzt mal kurz gucken. Sollen sich da ruhig bekriegen. Mir bringt das gerade nicht so viel. Wir können höchstens gucken. Mal drüben jemand finden. Quasi auf der anderen Seite vom Zaun, da drüben auf der anderen Seite oben auf dem Hügel. Nicht so laut. Jetzt quasi hier so ein bisschen. Ich verstehe es einfach nicht mehr und es macht mich auch nur noch traurig. So, rein, einfach noch rein. Ja, ich glaube, diesmal haben wir auch einfach nur Zeit, dahin zu kommen. So, was machen wir als erstes? Was haben wir hier? 25,5, dann saufen wir das. Und dann lassen wir uns einfach Zeit.
Hoffen wir treffen einfach niemand. Und machen ganz, ganz doll entspannt. Weil das kann nicht mehr wahr sein hier. 4, 5. Nehmen wir mit. Naja. So machen wir jetzt Stück für Stück. Wo suchen wir uns eine Position, wo es Sinn machen könnte? Der Hügel ist scheiße. Der andere Hügel davor könnte gut sein. Und dann warten wir wirklich einfach nur erstmal Zeit ab. Es sind halt wirklich insgesamt eigentlich nur 2 Quests, 3 Quests, die wir dort haben, aber es ist dafür, dass das. Naja, ich sag mal, so guter Loot dort meistens ist, gerade auch Ledex und so, sind die Leute halt immer super hinterher dort. So, wir wollen hier vorne dort ein bisschen drauf, damit wir links, rechts ein bisschen sehen. Das ist das, was mich ein bisschen stört, es fehlt hier noch nach einem quasi einem zweiten High-Loot-Teil, wo die Leute sich ein bisschen verteilen, weil das passiert eben aktuell nicht. Das macht es halt für alle ein bisschen beschwerlich. Mal trotzdem noch ein Stück vor. Relativ ruhig schon wieder auf der Karte. Ist schon wieder irgendwo oben. Ich frage mich auch, warum man immer hier Leute hat. Du siehst zwar den Pier, aber
auch noch. Na komm. Viel zu spät. Schießen zwar relativ viele, aber zu Gesicht bekommen wir niemanden. So, wir moven jetzt langsam und gucken, dass wir hier irgendwie eine Möglichkeit finden, da oben jetzt mal reinzukommen, ohne gleich umgenutzt zu werden.
ist schon wieder Much. Wie die mich da erkennen konnten. Einfach nur eine Frechheit. Da denke ich mir halt, wie weit können die Skeffs halt hören, ne? Ja, halt deine Fresse, du Affenkopf. Ich habe nur 2 Missionen und die will ich durchzerren. So, wir hauen was rein und jetzt gehen wir gucken, ob das was bringt für uns oder ob wir einfach sterben. So, wir müssen für einen Run gehen, weil sonst wären wir einfach gleich abgeknallt. Der Maul, wir müssen hoch. So, es ist die Frage, wo das Ding sein soll. Erstmal zu die Bude. Jetzt können wir eben mal gucken. Das ist Cargo X. Ah, alles klar. Da haben wir es. Jetzt gucken wir nochmal schnell hier rein. Und dann laufen wir hinten raus und hauen ab.
So, wir wollten hier raus. Wir wollen dahinter. Weil da war schon wieder einer. Dann machen wir das, ja, das Vitamin-Ding einfach später. Das ist mir scheißegal. Gefühlt eh eine Quest, die ich ganz am Ende machen kann. Beziehungsweise ist die auch nicht so schlimm, wenn ich die erst relativ spät mache. Warte mal, wo können wir denn überhaupt hin? Road Customs. Ist da alles dort hinten? Dann gehen wir dorthin. Oh, wenn wir das schaffen, das wäre schon wieder so viel wert. Zwei gute Quests gemacht. Wie sieht's denn aus? 63, 64, das reicht noch. Naja, tötet euch ruhig, ist mir egal. Ich habe meine zwei Quests. Grafikkarte ist Grafikkarte. Zumindest eine Questbelohnung, kann ich meinen. Ja, was hat man noch groß im Hideout? Es ist bloß noch Solarpanel und Bitcoin Farm 3 und Solar 3. Und Solar überhaupt ausbauen, das war's, glaube ich. Mehr habe ich nicht. Na, da werden wir halt genau das noch machen. Wir haben jetzt noch die zwei Trader, die jetzt noch fehlen auf Max. Und halt das. Also ich denke, das könnte man alles noch hinkriegen. So, naja, von Skills her sind wir auch eigentlich noch nicht so weit. Also Elite sind wir noch nicht einskillt, nicht mal Metabolismus, der halt wirklich eigentlich theoretisch sehr einfach wäre. Nicht mal das haben wir. Naja, aber es ist auch... Ich muss nicht der Krasseste sein, ich spiele das Spiel halt für, so für mich. Was vielleicht auch, wo sich vielleicht eventuell auch relativ viele mit identifizieren können, quasi als Normalo das ganze Ding zu spielen und nie als übelster Pro und damit denke ich, ist das auch für die meisten tatsächlich so erträglicher, dass man halt sieht, dass Leute auch ganz schön zu kämpfen haben, um hier die Quest zu machen oder um hier weit zu kommen. Bei vielen wirkt es halt, wenn man so ein Pestilian guckt, ein Twisted Meyer. Gut, Meyer gerade nicht, aber bei denen siehst du halt, da ist ein gewisser Skill vorhanden. Und die brauchen dann halt auch nicht so lange für ihr Zeug. So, dann geben wir das noch ab. Und dann würde ich was sagen, müsste es von der Zeit her, ich guck mal schnell, müsste es ran sein? Ja, das mache ich auch. Es wird eine Folge, eine längere wahrscheinlich. Wetjob haben wir noch nicht, den machen wir dann. So, was haben wir hier? Das finden wir. Und dann machen wir noch die hier, dann kriegt man noch eine Grafikkarte. Zack, und dann haben wir noch einen Sadisten gekriegt. Ah, stimmt. Ich konnte die machen oder glaube ich Colleagues Part 3. Ja, und dann brauche ich nur ungefähr 1000 Keycards. Gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.